Überragend. Einfach überragend, dieser Mann. Durch ist das Ding durch. Oh, aber ich schluck auf. Anfersen locker. Abdul, mach einen Ball bitte. Danke. Recht. Wie im Spiel. Genau die Mitte getroffen. Ja, die mit rechts hast du nicht gesehen. Achso, das stimmt. Vielleicht ist links doch nicht dein guter Fuß. Gut, Dennis, danke dir. Ich muss scheißen. Zum zweiten Mal. Das ist nur Suppe, das ist so flüssig, geisteskrank. Ich würde ja gerne mehr Action von Panna aufnehmen, aber das ist es. Zweiter Versuch. Oh, jetzt kommt Tempo rein. Überragend. So, ich würde gerne mehr Szenen vom Pannewitz aufnehmen, aber der ist mal wieder scheißen. Das heißt, es ist eigentlich genauso effektiv, als wenn er gerade irgendwie starten würde hier. Guter Durchgang, guter Durchgang! Macht den Durchgang noch weiter und dann sortiert euch mal wieder. Ja. Ah. Leute. Egal. Weiter. Mach weiter. Nikita, mach mit. Hauptsache, Ball ist drin. So. Liebe Grüße, Martin. Ja. Wie ich auch sehe, bist du quasi am Trainieren. Ja, wenn du mal nicht an der Flasche bist. Deswegen kleiner Vorschlag. Baller dir noch einen Bierbauch ran. Bis 90 Kilo muss ich nicht so viel abnehmen. Wäre super, also müssen wir mal drüber reden, wirklich. Ich habe jetzt so 15, 16 Kilo aktuell, glaube ich, jetzt in 9 Wochen, was ganz okay ist. Ja? Deswegen kommen wir ein bisschen entgegen, dann habe ich es ein bisschen leichter. Ansonsten bin ich auf einem guten Weg. Ich habe Boxen relativ gut drauf, bin geschmeidig, locker. Ring auch, läuft auch sehr gut. Kickboxen haben wir noch nicht so in Angriff genommen. Ja, so ein kleiner Zwischenstand für dich. Ich weiß ja, du bist ein bisschen länger dabei, aber macht mir jetzt persönlich keine Angst, muss ich ehrlich zugeben. Ansonsten, sage ich euch ganz ehrlich, meine größte Herausforderung ist gar nicht mal so das Essen. Ja, das sind die Einheiten mit dem lieben Matthias im Ring. Weil ich war schon ein, zwei Mal kurz vor dem Übergeben, jetzt mal nett auszudrücken. Ansonsten, ja, liebe Grüße. Und wir sehen uns am 16.09. in Frankfurt. Wenn du hier reingehst und hier das Bein hast, ja, hier an seiner, am Knie, sag mal hoch. Ja. Und jetzt, wenn ich hier umgreife, schiebe ich meine Hüfte hier rein. Ah, okay. Ja, ich gehe mit meinem Arsch, mit meinem. Geh einfach nur rein. Okay. Ja? Ja, besser. Der Knüppel ist, dass du am Knie drehst und nicht an der Wade. Bein raus und rein drauf, lauf. Geh die hoch, Guck mal, wenn du deinen Kopf hochnimmst, zwingst du dich ja, dich aufzurichten, gerade zu sein. Du darfst mit dem Arsch nicht wegbleiben, ja? Jetzt machen wir mal schnell einfach nur noch die Verteidigung, dass wir daraus gleich die Kampfübungen machen werden. Wir haben wieder so 20 Sekunden. Heute greifst du den Takedown an, er kommt. Die erste Sache, die ich überhaupt mache, ich mache mich hier schwer mit meinem Oberkörper hier rauf und gehe hier Crossface. Ja, Crossface am besten so, dass ich hier in seinen Armen greife. Hier mit meiner Hand an seine Hüfte und ziehe ihn sozusagen in mich ran. Also ich mache mich auf ihn schwer, weil jetzt habe ich genug Power, um nach hinten zu strecken. Ja? Und jetzt kann ich hier bleiben. Boom. Crossface. Schwer mal nach hinten. Ja. Ja, scheiße gewesen. Wieder hochkommen. Du musst wirklich, wenn er kommt, der erste Impuls ist auf ihn rauf und gleich Crossface. Gleich, ja, du musst den Kopf sperren. Das ist das Allerwichtigste für die Jura, ja? Der Kopf muss gesperrt sein. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Wechsel. Nimm mal 1-1. Ja, wechsel. Okay. Okay.
mich hier schwer. Wisst ihr, ich hab nicht mal. Das hat gar nicht gerechnet. Okay, ich hab auch nicht damit gerechnet, dass du so schnell runter ist, ja? Ich schwöre, ich bin kurz vor Kotzen. Oder?